Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Rekursion. Rekursion ist die Idee, eine Aufgabe in kleinere, gleichartige Aufgaben aufzuteilen, bis die einzelnen Aufgaben deutlich leichter sind, und das Ganze nennt man Teile und Herrsche. Vier Fakultät. Für die Nicht-Mathematiker, das ist 4 mal 3 mal 2 mal 1. Wie kann ich das jetzt in einfache Aufgaben aufteilen? Naja, ganz einfach. 4 Fakultät ist ja nichts anderes als 4 mal 3 Fakultät. Was habe ich davon? Naja, 3 Fakultät ist 3 mal 2 Fakultät. 2 Fakultät ist 2 mal 1 Fakultät. Und 1 Fakultät ist per Definition 1. Das heißt, ich kann jetzt 2 Fakultät ausrechnen, weil ich kenne ja 1 Fakultät, das ist ja 1. Und dann kann ich anfangen zu rechnen. Das heißt, 2 mal 1 ist 2, 2 Fakultät ist jetzt bekannt. 3 mal 2 Fakultät ist ja 3 mal 2, also 6, und damit kenne ich 3 Fakultät. Und 4 mal 6 ist halt 24, damit habe ich es ausgerechnet. Und das ist genau das, was man bei der Rekursion macht. Man teilt es in kleinere Häppchen auf, und wenn ich, das ist wie so ein Bücherstapel, ich stapel im Prinzip alles, und wenn ich dann bei 1 Fakultät angekommen bin, dann gehe ich rückwärts und rechne aus. Wir gucken uns mal das in Python an. Und da steht genau das, n mal Fakultät von n minus 1. Und natürlich oben drüber das Abbruchkriterium. Und damit kann ich arbeiten. Also, Funktionsweise. Mehrere Aufrufe derselben Funktion der Reihe nach. Immer nur der letzte Aufruf rechnet und alle anderen warten auf Rückkehr. Und das Ganze, wie beim Bücherstapel, kehrt in umgekehrter Reihenfolge zurück. Jeder Aufruf hat seine eigenen Variablen und Parameter. Also, mehrere Sätze lokaler Variablen existieren gleichzeitig und jeder Aufruf merkt sich seinen Rücksprung automatisch. Schauen wir mal, welche Gelingensbedingungen existieren. Es muss einen direkt lösbaren Fall geben, also ein Return ohne rekursiven Aufruf. Und das Problem muss natürlich mit jedem Aufruf kleiner werden. Dann schauen wir mal die Fibonacci-Zahlen an. Die Fibonacci-Zahlen, immer eine Zahl, die beiden vorherigen addiert, ergibt sozusagen die nächste Zahl. Das ist hier unterstrichen. Jetzt gucke ich mir mal an, ich habe hier so ein println eingebaut. Dieses println am Anfang sagt mir, mit welcher Zahl das aufgerufen worden ist. Und unten das andere print gibt halt das Ergebnis aus. Richtig spannend ist oben dieses println. Wir gucken mal, was, wie gesagt, sagt uns, mit welcher Zahl das Ganze aufgerufen worden ist. Und wenn ich mir das angucke, dann fällt auf, dass 210 zweimal vorkommt. Das heißt, er hat die gleiche Folge zweimal berechnet. Das ist nicht unbedingt effizient. Die Frage ist aber, ist es auch schlimm? Die natürliche Lösungsidee ist in der Regel rekursiv. Alternative Schleifen sind meistens unleserlich länger und nicht ganz so einfach zu verstehen. Die Rekursion ist meist nicht deutlich ineffizienter, sodass es sich trotzdem lohnt, das Ganze rekursiv zu lösen. Die Türme von Hanoi hat ein französischer Mathematiker 1883 erfunden. Deswegen werden sie auch manchmal Lukas-Türme genannt und es handelt sich hier um dieses Spiel. Es darf immer nur eine Scheibe gleichzeitig bewegt werden, und die bewegte Scheibe darf auf keiner kleineren zum Liegen kommen. Machen wir das mal praktisch. Eine Scheibe, ganz einfach, hier soll sie hin. Oh ja, dann nehme ich sie halt und tue sie rüber.
So, zwei Scheiben. Und jetzt kommt die Regel, die ich dann rekursiv anwenden kann. Ich nehme das, was auf der Scheibe liegt, und setze es hier rüber, auf den freien Hilfsturm, nenne ich ihn jetzt mal. Dann kann ich meine Scheibe rübersetzen und dann muss ich das, was oben drauf war, hier wieder draufsetzen. So, und die Rekursion funktioniert, egal wie groß das Problem ist. Ich könnte hier 100 Scheiben haben. Es ist immer das Gleiche. Das, was auf der gelben Scheibe liegt, muss hier drauf. Jetzt wird man sagen, halt, stopp, das sind noch zwei Scheiben. Ist ja kein Problem, dafür ist die Rekursion da. Ich möchte die grüne Scheibe hierhin haben. Also muss ich die rosa Scheibe hierhin auf den freien. Dann kann ich die grüne Scheibe dahin, wo sie hingehört, und dann kann ich die rosa Scheibe wieder auf die grüne Scheibe. Dann bin ich praktisch jetzt wieder zurück in meiner unteren Rekursionsebene, wo es ja hieß, die Scheibe verschiebe ich hierhin, indem ich das, was oben drauf liegt, hierhin verschiebe. Das habe ich gemacht. Jetzt kann ich die dahin legen, wo sie hingehört, und jetzt kann ich das hier drauf mit wieder, indem ich den Algorithmus sich selber aufruft. Also die grüne Scheibe kriege ich hier drauf, indem ich die Scheibe auf den freien Turm setze, die grüne dahin, wo sie hingehört. Und damit habe ich das, was auf der gelben drauf war, von hier nach hier bewegt. Also man sieht, das ist genau diese Rekursion. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war hilfreich für dich.